hier in Australien kann ziemlich öde sein. Trotzdem gibt es, wenn man weiß, wo man suchen muss, eine Menge Nahrung. Und die Aborigines haben verstanden, sie zu finden. Es gibt Kängurus, die sie mit Fleisch versorgt haben und bestimmte Arten von Raupen, die sehr eiweißhaltig sind und natürlich eine Menge Pflanzliches. Und wenn sie Glück hatten, haben sie Früchte gefunden. Oder Bienenstöcke, die ihnen Honig brachten. Oder Honigameisen, die sie mit etwas Süßem versorgt haben. Weil, wie ihr ja vermutlich wisst, man ein starkes Verlangen nach Süßem hat, wenn man lange ohne auskommen musste. Aber oben in diesen Eukalyptusbäumen gab es noch eine andere Quelle für Süßes, im Zusammenhang mit gewissen Insekten. Ich zeige euch gleich, was ich meine. Wenn man sich diese Blätter aus der Nähe betrachtet, entdeckt man darauf solche komischen, weißen, pelzigen Flöckchen. Und die wollen wir uns jetzt mal genau ansehen. Also, da ist so ein weißes Flöckchen. Und wenn ich es ein bisschen hochhebe, dann seht ihr vielleicht auch das Tier, das es gemacht hat. Da ist es, winzig klein und gelb. Es ist eine Blattlausart und Blattläuse ernähren sich davon, dass sie den Saft aus Pflanzenblättern saugen. Ihr Mundwerkzeug ist wie eine Injektionsnadel, nur dass sie nichts hineintun, sondern Saft heraussaugen. Diese Art hat sich seit langem auf den Eukalyptusbaum spezialisiert, aber sie kann nicht alles verwerten, was sie aufnimmt. Sie muss es als eine Art Exkret ausscheiden. Dieses Exkret enthält Wachs, mit dem das Blatt bedeckt ist, und Saftstoffe. Und das hier sind sie, diese weißen Flöckchen. Sie bestehen hauptsächlich aus Wachs und Zucker und schmecken wie süßes Wachs. Nun wäre es eine furchtbare Arbeit, sie Stück für Stück von den Blättern abzusammeln. Aber zu gegebener Zeit fallen diese Dinge vom Baum runter, vor allem wenn es mal ein bisschen Wind und Regen gibt. Und oft liegen sie wie Schnee unter dem Baum und sie dann einzusammeln ist überhaupt kein Problem. Da hat man schnell eine Handvoll beisammen. Und die Aborigines haben sie entweder so gegessen oder in Wasser verrührt, um ein süßes Getränk daraus zu machen. Sich mit diesen Flöckchen zu beschäftigen, lohnt sich aber auch in anderer Hinsicht. Ich pflücke noch ein Blatt runter und zeige euch, was ich meine. Wenn wir so ein Flöckchen genau untersuchen, sehen wir, dass es Unterscheidungsmerkmale hat. Das hier ist ein bisschen rau und behaart. Und durch diese Unterscheidungsmerkmale können Zoologen feststellen, welche Blattlausart es produziert hat. Es gibt nämlich Dutzende verschiedene Arten. Blattläuse gehören ja zu den Pflanzenschädlingen und ihr seht ja, wie schlimm das Blatt aussieht, ganz angefressen. Sie haben schon manchen Gärtner zur Verzweiflung getrieben. Aber unter einem Vergrößerungsglas sieht man, wie hübsch eigentlich diese Flöckchen sind.